Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Matthias Claudius, Der Schneider und der Elefant. Ein Schneider saß vor seiner Haustür, als eben ein Elefant zur Tränke getrieben wurde. Der Schneider hatte einen Korb voll Äpfel neben sich stehen. Als der Elefant die Äpfel sah, stand er still, streckte seinen Rüssel aus und holte sich einen Apfel nach dem anderen. Das ärgerte den Schneider, und als der Rüssel wiederkam, stach er mit seiner Nadel hinein. Der Elefant machte Prrrr und ging weiter zur Tränke. Hier trank er sich satt und nahm einen Rüssel voll Wasser mit zurück. Und als er wieder zu dem Schneider kam, stellte er sich gerade vor ihn hin, spritzte ihm das Wasser ins Gesicht und über den ganzen Leib und ging ruhig heim. Da zitterte das Schneiderlein an allen Gliedern und sagte auch Prrrr.